Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind mal wieder sehr geile Bombenrohre dran. Wir haben hier die El Monstro von Leslie, beziehungsweise die Unterfirma Decibel, oder halt, das ist eine Linie, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Wir haben auf jeden Fall 4 Stück in der Packung. Kostenpunkt waren 8 Euro pro Packung. Ich schaue mal kurz für euch nach NEM. Wir haben 88 Gramm. Das sind 22 Gramm pro Bombenrohr. 2, 4, 6, 8, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, gekauft wurden sie übrigens auch bei Röder Feuerwerk. Der Shop ist auch unten verlinkt, wenn ihr mal vorbeischauen möchtet. Einfach unten in die Videobeschreibung schauen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. So, die Elgato Single Shots, El Monstro, nee, nicht Elgato, ich will immer Elgato sagen. Hier die El Monstro, ihr wisst schon. Wie hat ihr euch drauf gepasst? Mal gleich den nächsten. Ja, gleicher Effekt. Ich hab ihn nicht! Doch. Echt? Na Freunde. Hammerteile kann man echt nur empfehlen.